Wusstet ihr zum Beispiel, dass Habeck jetzt für seine LNG-Terminals tausende Röhren vom russischen Gazprom kauft? Ich meine, hatten wir nicht Sanktionen gegen Russland? Und hatte Habeck nicht sogar die Gazprom Germania enteignet? Also jetzt kauft Habeck Waren von einem Land, das wir sanktionieren, und von einer Firma, die wir sogar enteignet haben. Also noch kaputter geht's eigentlich gar nicht. Es ist wirklich Heuchlerei hoch drei.